für richtig ich schnell. Ich wusste auch was. Wir spielen hier definitiv mit den Champions in der Champions League. Okay. Jetzt stehen wir hier an einem, was ist das, Golf 4, ne, Golf 3, ne? Jawohl, ja. So. Thema Van Helsing. Ich finde Airbrush-Arbeiten wieder sensationell, schön im Hintergrund mit Effektlack. Ja, ich sag mal, Interieurs vom Audi TT. Ja. Airline, ne? Steht sogar R drauf. Für Airline. Oh. Für richtig ich schnell. Ich wusste auch was. Ja, siehst du, guck mal, die ganzen Türen mit GFK überarbeitet. Ja. Ist eine Schweinearbeit. Wir haben bei diesem Auto Porsche-Felgen drauf, die adaptiert werden, also sprich mit einer Platte, damit du sie überhaupt auf den Golf drauf kriegst, diese Fünflochsysteme. Dann hast du einen Motorraum, der clean gemacht ist und der hat ein ganz böses Triebwerk drin. Das Ding hat richtig Schub unter der Leiste. Also okay. Das Ding ist richtig mal übel schnell. Für uns ist das Standard, in Anführungsstrichen. Standard. Für andere Leute bedeutet das natürlich Wahnsinn. Aber nur so kommst du oben in die Elite rein. Ja. Ist ja klar, es gibt dritte Liga, zweite Liga, erste Liga. Und es gibt Champions League. Und wir spielen hier definitiv mit den Champions in der Champions League. Okay. So, wir sind jetzt hier in Halle 2 an Stand 122 angekommen bei der Firma CFC. Die sich spezialisiert haben auf Autofolierungen etc. pp. Jakob, erzähl uns mal, was macht ihr denn mit eurer Folie hier? Der Trend zeichnet sich ganz deutlich ab im Wrapping-Bereich und das Ganze möglichst halt auch für kleines Geld. Und das bietet einfach das Produkt Folie. Das ist der große Vorteil. Nicht wie bei einer Lackierung, muss ich erstmal einen Haufen Geld in die Hand nehmen, weil ja auch viel Arbeitszeit drinsteckt. Erstmal alles runterschleifen, aufbereiten, neu lackieren. Und bei der Folie habe ich zusätzlich noch den Vorteil, die kann ich irgendwann wieder runterziehen, rückstandsfrei. Und dann habe ich meinen Lack im Originalzustand erhalten. Was muss ich so investieren, wenn ich jetzt, sage ich mal, wie den Golf jetzt komplett mit Vorarbeit etc. pp. Abgebe? Also wenn ich jetzt einfach mein Auto bei euch abgebe, was muss ich da so also wir sagen, generell, dass man einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, in der Golfklasse liegen wir bei zwischen 1200 und 1800 Euro. Mhm. Hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Ich habe zum einen, hängt es von der Materialauswahl ab, weil ich sag mal, so eine Folie, die günstigste Folie, die geht irgendwo bei 15 Euro den Laufmeter los. Und ich habe aber auch Folien, wo ich bis über 200 Euro komme für einen Laufmeter. Fängt bei der sogenannten Serie 200 bei uns an. Das heißt, das ist eine kalandrierte Folie. Muss man dazu sagen, zum besseren Verständnis, grundsätzlich unterscheiden sich die Folien in zwei verschiedene Herstellungsarten. Das eine ist kalandriert, wie ich es gerade genannt habe, und das andere sind gegossene Folien. Okay. Bei dem kalandrierten Herstellungsverfahren ist es so, dass das Material auseinandergewalzt wird, ist günstiger, habe ich aber den kleinen Nachteil, dass diese Folie dazu neigt, sich in ihre Ursprungsform wieder zurückziehen zu wollen. Ja. Das heißt, die ist nicht zwangsläufig für jeden Fahrzeugtyp geeignet. Sobald ich etwas extremere 3D-Formen habe oder sehr tiefe Sicken, werde ich da das Problem haben, dass die Folie nicht mitmacht und sich da im Zweifelsfall rauszieht. Ja, okay. Deswegen gehe ich bei solchen Geschichten immer auf eine gegossene Folie. Da wird, wie der Name schon sagt, das Material eben auf die komplette Breite gegossen. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass dieses Material deutlich flexibler ist und deutlich eben mehr Spannung auch mitmachen kann. Okay. Bist schon wieder am Abchecken.